Da brennt Licht. Erstickungsgefahr beim Begehen der Lagertanks. Analytisches Labor ist das hier. Das sind alles Maden, glaube ich, da drauf. Das ist schon wieder mehr als gruselig. Ich glaube, das Auto ist weg. Das Auto ist weg. Lass mal eben schnell runter und dann rechts raus erstmal, oder? Mach mal dein Licht aus. Da. Guck. Hier weg. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist dunkel, ich bin unterwegs mit dem Manuel, den man vermutlich gar nicht sieht, weil er gekleidet ist wie die Nacht, schwarz. Und zusammen werden wir uns heute eine verlassene Brauerei angucken. Da dürftet ihr wahrscheinlich nicht sehen, befindet sich ein riesiger Turm. Sieht auf jeden Fall ganz spannend aus und ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Eingangstechnisch ist das hier heute mal wirklich gar kein Problem, denn hier ist schon die komplette Wand rausgerissen. Ich vermute mal, dass es irgendwie Anlieferung oder sowas war. In der ersten Halle sieht es hier schon so ganz leicht nach Abriss aus. Es ist gerade mal, wie spät haben wir das? 19 Uhr vielleicht? Stockduster. Ich habe keine Infos, warum, weshalb, wieso oder wie lange das Ganze hier leer steht. Aber guck mal, das Erste, was hier auffällt, hier sind überall die Aufkleber von den Bieren, ne? Bieren, von den Birnen, vom Bier. Ich denke echt mal, das war hier die Anlieferung, oder? Oder eben aus zum Verladerampe, genau. Du bist übrigens nicht vom Sicherheitsdienst, du hast dich nur so verkleidet jetzt. Ja, also ich habe quasi meine, wie soll ich sagen, ab und zu mal Kleidung an. So ein-, zweimal im Jahr mache ich das für einen guten Kollegen, aber auf so einem Lost Place, wenn dann mal jemand kommt, kann man halt so ein bisschen Eindruck schinden, indem die denken, okay, der darf das. Aber wie gesagt, Sicherheitsdienst ist nur ein-, zweimal im Jahr. Ich habe auch einen Schein, also von daher. Ja, da ist schon gut was runtergekommen hier, ey. Das sind alles Etiketten. Der ganze Haufen hier. Guck mal. Ey, Wahnsinn. Zwei riesige Kessel hier. Keine Ahnung, ob hier was abgefüllt wurde oder sonst was. Ich denke mal, am interessantesten wird auch der Turm noch sein. Hier liegen sogar Sofas drin. Also ich glaube, das ist so ein bisschen halbe Müllhalde hier auch schon geworden. Oh. Da brennt Licht. Mhm. Alles klar. Gut. Dann sollten wir ein bisschen aufpassen, wa? Ein Auto? Da steht ein Hyundai, mit der Weiße. Ach was, stimmt. Warum steht denn hier ein Auto, ey? Ja, vielleicht sollten wir die Ecke generell meiden, oder? Lass uns mal lieber da lang. Verlassenes altes Gelände hier. Brennt noch Licht, steht ein Auto drauf. LKWs standen da, glaube ich, auch abgedeckt. Eieieiei. Das ist schon wieder mehr als gruselig. Schlauchdaten. Ach, guck mal. Datum. Januar 2015. Hier hängt auch noch ein Kalender, auch von 2015, Februar. Passt ja mit dem anderen zusammen. Dann denke ich mal, war hier irgendwie 2015, Anfang 2015 Sense. Guck mal, da sind Nummern dran. Dahinter standen bestimmt die Tanks, wa? Hier waren Tanks drin. Hier. Ah ja, da waren die aufgehängt, ne? Ey, Wahnsinn, wie groß. Da waren schon einige Liter Bier drin. Das ist natürlich jetzt wieder das Ding, wenn es so früh dunkel ist, das Ganze irgendwie richtig einfangen zu können, jetzt mit dem Licht und so, ne? Muss man ja generell auch ein bisschen aufpassen, aber ich gebe mein Bestes. Erstickungsgefahr beim Begehen der Lagertanks. Oh, da oben sind sogar auch noch welche gewesen. 17, 18, 19, 19 oder 20 Tanks hier, oder? Und das ist nochmal so eine Art Pausenraum hier. Halt eine Armform, muss ich natürlich nicht so viel verpixeln. Ja. Das ist übrigens der Turm, den man jetzt nicht gesehen hat, weil es so dunkel ist. Aber sieht richtig cool aus. Hier kann man mal hintergucken, ne? Hier waren die ganzen Tanks, ey. Boah, wie viel Liter hier wohl gelagert wurden. Hier Styropor, ne? Zur Isolierung. Ja. Hier hängt sogar so ein Alarm für Ammoniak. Wenn irgendwie ein Wert überschritten wurde, wahrscheinlich, ne? Das sagte ich gerade. Ja. Ammoniak-Alarm, wahrscheinlich, wenn die irgendeinen Fühler angehen, hat das Ding wahrscheinlich genau. Da ist schon wirklich extrem viel leer. Eigentlich alles Interessante so raus. Aber der Turm, der soll ganz spannend sein. Das ist so ein Zertifikat mit einem Namen drauf. Herr so und so, Ausbildungszentrum der Berufsgenossenschaft. Einführungsseminar für Sicherheitsbeauftragte aus der Industrie. Von, steht da ein Datum drauf? 2009. Das erworbene Wissen soll den Sicherheitsbeauftragten in die Lage versetzen, den Unternehmer bei der Durchführung des Arbeitsschutzes zu unterstützen und Kollegen zu sicherem Verhalten zu motivieren. Oh, hier ist noch so ein Verbandbuch. Ah, da steht sogar noch was drin. Angaben zum Hergang des Unfalls. Das ist ja immer, wenn irgendwas passiert ist, musst du das ja eintragen. Schürfwunde, linke Ferse. Schürfwunde linker Zeigefinger. 21.06.99. Ernsthaft? Um 5.30 Uhr hat er sich mit dem Hammer hier irgendwie auf den Finger gehauen. Der hat sich wahrscheinlich gleich am Anfang des Tages gedacht. Heute habe ich keinen Bock.
Hier sieht man das mal. Hier, wo ich jetzt stehe, war damals auf jeden Fall so ein Kessel, so ein Lagertank, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein bisschen was Spannendes zeigen hier von der Location, denn eine Brauerei hatten wir so, glaube ich, tatsächlich noch nie auf dem Kanal. Das hört sich spannend an, ne? Labor. Okay, da ist noch irgendwas drin, das möchte ich jetzt aber nicht anfassen, das sieht komisch aus. Mikrosafety. Zum schnellen Nachweis von Getränkeschädlingen. Hier noch überall kleine Flaschen, wo teilweise noch was drin ist. Ich schätze mal, das war dann wie so eine Art Qualitätskontrolle, wie es da eben auf dem Schild steht. Wenn wir hier auch beim Labor sind, passt das ja eigentlich ganz gut, dass sie hier vielleicht nochmal am Ende so stichprobeartig sich so ein bisschen Bier rausgeholt haben und das dann kontrolliert haben. So, und hier ist das mikrobiologische Labor. Ah, lecker! Geil! Das ist die gute alte Mayonnaise da drinnen noch. Und ein Joghurt. Oh, Leute! Bah! Senf auch noch. Da sind schon richtig. Das sind alles Maden, glaube ich, da drauf. Mittlerweile ist es, glaube ich, aber ein bisschen her, dass hier die letzte Qualitätskontrolle durchgeführt wurde. Hier steht ja noch richtig Bier im Regal, wa? Ja. Das ist ja cool. Wie die das hier aufgereiht haben. Wie in so einem. Na gut, das ist ja eine Art Lager, ne? Ja. Und ich habe schon gesagt, dann haben die sich bestimmt so stichprobenartig was rausgenommen und dann hier auf die kontrolliert. Die sind halt alle noch voll. Guck mal, hier steht noch ein gutes altes Radler. 15 Minuten. 15 Minuten Checkflasche. Das war dann so die für die 15 Minuten Pause. Uhrzeit, 11 Uhr steht hier drauf. Wahnsinn. Das ist aber richtig am Gammeln schon hier oben. Da ist schon ein richtiger Pelz drauf. Hier ist auch noch ein Zettel von 2013. Alle Standproben sind visuell auf Trübung und Bodensatz zu prüfen. Anschließend sind alle BVF und Verkaufsflaschen auszuleeren und dabei auf Fehlgeruch zu untersuchen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass sie sich hier nicht bei der Arbeit mal eingegönnt haben. Chips auch noch dazu. Die haben sich hier richtig gut gehen lassen bei der Arbeit. Ja. Aber hier sieht man mal, dass die alle, ne? Die sind gar nicht für den Verkauf geeignet gewesen. Die sind noch komplett unbedruckt, die Deckel. Analytisches Labor ist das hier. Warte, ich halt fest, das sieht interessant aus hier. Du kannst. Eieiei. Krass. Hier sind ja richtig Chemietische und so was aufgestellt. Alles voller Ordner noch. Guck mal da. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier zuerst hingucken soll. Guck mal hier. Kleine DDR. Ohne Gott und Sonnenschein ziehen wir uns die Bierchen rein. Ach, hör auf. Ernsthaft? Sind noch Bier drin? Da ist. Quatsch. Wollte ich gerade sagen. Oh, das tut mir ganz leid. Hier ist tatsächlich einfach nochmal noch Bier drin. Ey, das ist aber total krank. Die ganzen Schränke hier, die Bürotische, alles noch voll mit Unterlagen. Das sieht hier echt wieder so aus, als wäre hier die Apokalypse ausgebrochen. Hier, selbst in den Regalen, alles noch eingeräumt. Guck mal, das sieht auch interessant aus, ne? Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Ja. Probe gemäß Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch. Eine amtliche Probe nach Paragraph 43. Da hat sich sogar noch neben einer hier was eingegossen. Die gute alte Probe. Und das sieht hier natürlich echt wieder aus wie im Physikunterricht. Guck mal, sogar mit dem Durstlöscher. Original. Hier ist sogar noch Korn drin. Oder Weizen. Ja, Weizenkorn. Tatsächlich. Hä? Ey, da ist ja überall noch. Ey, hier, die ist fast leer. Da ist überall noch Bier drin. Ja, 5 Liter Partydosen. September, Oktober. Ja, November, Dezember. Die haben die sich hier hingestellt eigentlich für Ende des Jahres, aber dann mussten sie schließen. Scheiße. Das ist dann mies, ne? Das sind alles Etiketten hier. Aber von den, die haben echt die verschiedensten Marken hier anscheinend abgefüllt, ne? Denninghoffs Radler. Was ist das? D10, das habe ich noch. Ach, auch Denninghoffs. Bier und Cola. Aber weil du gerade sagtest, ins Ausland, ne? Hier steht nämlich auch auf den Flaschen, da sind die ganzen Durchmesser und Höhe und sowas drauf. Und hier steht auch da. USA, ja. USA, 0,355 Liter Vetropack Flasche. Aber hier kann man mal rausgucken zu dem Licht. Das ist doch komisch, das da drüben. Gut, ich meine, oh, das hatten wir schon oft, ne, dass auf dem Gelände hier draußen noch Licht brennt. Das ist ja eigentlich. Das Auto ist weg. Das Auto ist weg. Ich glaube ja. Guck mal, da glimmt auch noch irgendwie, das sieht man auf der Kamera wahrscheinlich überhaupt nicht, aber eine Lampe drin oder so, ne? In diesem Pförtnerhäuschen nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, stimmt. Siehst stimmt, du das? Stimmt. Da geht's raus und weiter ist nichts oder was? Nee, weiter ist nichts. Ah. Das war safe irgendjemand, der über eine Glasflasche gestolpert ist, oder? Okay, Leute, wir sind anscheinend nicht alleine. Lass mal eben schnell runter und dann rechts raus erstmal, oder? Okay.
Komische Situation. Das ist auf jeden Fall kein natürliches Geräusch gewesen. Das ist irgendeiner, der ist da rumgeschlichen und ist an ein Glas gestoßen oder sowas, was auf dem Boden lag. Mach mal dein Licht aus. Da rennt einer wohl rum. Unten am Boden, musst du gucken, hinter dem Tor. Ja. Das wird man natürlich jetzt auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber da leuchtet tatsächlich einer so ein bisschen mit einer Taschenlampe drin rum. Ab und zu, als wenn er sich so hin und her schwingt, sieht man das mal nach draußen auf dem Boden scheinen. Ja, bei sowas, ihr seht mich jetzt wahrscheinlich nicht, ist natürlich immer die Frage. Andere Leute, die sich das hier angucken, Fotos machen, filmen. Oder da ist komisches Licht angewiesen. Ne? Man weiß halt nie, wer in solchen alten Gebäuden hier rumspukt abends. Können irgendwelche Jugendlichen sein, das können aber auch irgendwelche Kabeldiebe, was auch immer. Das kann jeder sein. Sogar Manuel Neuer. Ich meine, solche komischen alten Gelände werden ja auch für irgendwelche illegalen Sachen manchmal benutzt, ne? Da, schon wieder. Jetzt. Ja, ja. Jetzt weg. Jetzt wieder an, jetzt wieder weg. Ich glaube, man hört mein Herz durch die Kamera schlagen wahrscheinlich. Das ist echt immer so krass, vor allen Dingen nachts, ne? Wie schnell die Stimmung umschlägt. Von du läufst da ganz entspannt rum, bis Adrenalin des Todes. Hast du gesehen, das war ein richtiger Schatten. Das war jetzt auch kein Spaß. Da hast du richtig gesehen, wie die Tür einen Spalt weit auf war, jemand rausging und an der Hauswand ganz langsam lang, Stück für Stück. Da. Guck. Da vorne geht der Lichtkegel. Da vorne. Jetzt ist natürlich echt das Problem, da vorne ist das Gebäude, dass hier irgendjemand rumschleicht und wir wissen nicht, wer es ist. Und da oben, vielleicht sieht man es so ein bisschen, da ist der Turm. Das wäre halt nochmal mega interessant gewesen, da reinzukommen. Aber das Risiko jetzt ist einfach echt ein bisschen hoch, weil wir einfach nicht wissen, wer da rumschleicht. Da guck mal in die Tür rein. Siehst du? Tatsache das. Oder das ist eine Reflexion jetzt, oder? Nein, da ist jemand, guck doch. Da vorne sieht man vielleicht die Neonröhre. Das ist das, was wir aus dem Fenster gesehen haben. Und das Strange ist, dass jetzt in diesem Raum daneben auch noch Licht an ist. Von hier sieht man das gut. Da in dem Raum brennt Licht, wo vorher keins gebrannt hat. Hier weg. Auf die andere Seite. Da parkt er. Seht ihr den auf dem Gelände? Tatsächlich. Ja, man sieht die Rückscheinwerfer. Steigt aus. Ja, jetzt geht er rein. Wir haben uns jetzt doch etwas verfrüht wieder vom Acker gemacht. Ihr habt es gesehen, da hat auf jeden Fall jemand mit dem Auto drauf geparkt. Ich habe mir gerne noch den Turm angeschaut, aber mal schauen, vielleicht kommen wir ja nochmal wieder, wenn sich die Lage so ein bisschen entspannt hat. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir uns das Ganze vielleicht nochmal angucken und dann auch den Turm zeigen können, wobei ich die Labore schon echt interessant fand, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein! Don't get left behind on the road.